das Schloss schafft den guten Rahmen für eine Tagung, die die Entscheidungsträger zusammenführt, um über die Zukunft der E-Rechnung zu diskutieren. Eine hervorragende Aufteilung, den ersten Tag für Dienstleister sowie für Privatunternehmen zum Thema E-Rechnung, genauso wie den zweiten Tag mit öffentlichen Auftraggebern, öffentlichen Verwaltungen. Eine sehr gute Kombination, diesen beiden Bereichen das Thema E-Rechnung näher zu bringen. Prognose in Bezug auf die elektronische Rechnung wäre, wenn ich mal vielleicht nicht 10 Jahre, sondern 5 Jahre vorausblicke, 2020, wäre die Hoffnung, dass 70%, 75% aller Rechnungen in Deutschland und Europa elektronisch ausgetauscht werden. Zugpferd ist toll, muss man einfach sagen. Zugpferd ist ein Datenmodell, ein Format, das beides miteinander verbindet, nämlich die Rechnung als Rechnungsbild im PDF-Format, als auch die Rechnungsdaten, strukturierte Rechnungsdaten als XML-Datei. Ich denke, dass Prozesse, die heute weitgehend noch mit Unterstützung einzelner Technologien aus der IT laufen, künftig vollkommen sich verselbstständigen, mehr und mehr Funktionen werden ohne die Unterstützung von Menschen möglich sein, selbstständig ablaufen. Die Daten, die eingesammelt werden, die Verarbeitungsroutinen und dann auch entsprechend die Outputs, die es nicht mehr erforderlich machen, dass sie in solche Prozesse eingreifen. Wenn wir Großunternehmen betrachten, haben wir mit EDI schon längst standardisierte Formen des elektronischen Rechnungsaustausches in Unternehmensverbünden für bestimmte Branchen, aber auch übergreifende Standards. Die E-Rechnung ist ein Meilenstein des E-Governments in Deutschland und Europa. Mit der elektronischen Rechnungsstellung schließen wir für die öffentliche Verwaltung die letzte Lücke in einem konsistenten, medienbruchfreien Prozess von der Bestellung bis zur Bezahlung durch die Bundeskasse.